Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Wir sind hier dabei, das Grizzly-Gehege weiter zu gestalten. Und machen Innengestaltung, machen ein bisschen Außengestaltung. Hier würde ich gerne jetzt noch eine Infotafel hinmachen. Wandelemente. Die hier brauchen wir nicht. Könnten wir mal gucken. Design. Amerikanisch. Not. Nordamerikanisch, ne? Südamerika. Neue Welt. Material, Holz würde ich gerne verwenden. Oder Stein. Nee, Holz. Was haben wir denn an Holz? Ne, das ist zu groß. Ist auch zu groß. Die so als 2 Meter Element wäre eigentlich ganz gut. Gibt's aber nicht. Damit hat sich das Thema dann auch erledigt. Gibt's hier irgendwas, was wir verwenden können? Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Was ich vorhab, da liegt ja der Infobildschirm. Den möchte ich halt gerne nutzen. Oder hier dann quasi so da drauf bauen. So. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. So. Dann bauen wir uns nämlich hier unsere Infotafeln selber. So, Fennec wird bald an Dings sterben. Okay. Nicht schön, aber es ist dann halt so. Okay. Dann muss ich den hier aber noch ein bisschen schieben. Und den natürlich genauso. So, dann kann der wieder was hoch. Oh, davon wird er auch schon zu kurz. Kriegen wir aber auch hin. Kopieren wir den und machen den noch ein bisschen nach unten. So. Grizzly natürlich. Kein Strom. Okay, Tier verstorben. Gucken wir gerade. Tierarzt rufen. An Altersschwäche gestorben. Altersschwäche ist doch ein schöner Tod. Wie viel Fennecs haben wir denn jetzt hier noch? Gar keine? Gelände, Tiere. Das Gehege ist leer. Ups. Tierhandel.
Dann suchen wir gerade mal nach einem Pfennig. So, da haben wir ein Weibchen. Aufnehmen. Ein Männchen. Und dann haben wir hier noch ein Weibchen. So. Und Tieraufbewahrung an Zoo senden. Hier rein, bitte. So, dann haben wir da auch wieder Tiere drin. Dann können wir uns weiter hier um unseren Strombedarf kümmern. Betriebsmittel. Machen wir eine Windkraftanlage hier hin. Windkraftanlagen sind eigentlich mal durchaus akzeptiert, ne? Oder so Solarmodul. Was hat denn den größeren Radius? Windkraftanlage. Machen wir die hier hin. Müssen wir dann ein bisschen verkleiden, dass die hier keinen negativen Effekt auf unseren Grizzly hat, auf unsere Bewohner hat, auf den Grizzly sowieso nicht. Sag ich da nur. Uhu. So. Was haben wir denn hier noch? Einen schicken Pflänzlein. Seerosen könnten wir hier noch. In den Teich machen. Oder das, was man so Teich nennt, ne? Wilder Wein. Den nehmen wir. Den Buchssalbei. So. Den können wir hier schön machen. Gucken wir mal, wie weit wir da an den Rand gehen. Und der darf auch ruhig. Kein Drama, wenn er ein bisschen ins Gehege geht. Der gefällt mir hier aber nicht. Der auch nicht. Da brauchen wir eher den hier noch. So, dann machen wir den auch nochmal weg. So. Schlecht aussehen tut er ja auch nicht, ne? Gucken wir mal, machen wir vielleicht ins Gehege. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ja, das ist ein bisschen groß. Zypresse. Oh, ist sie niedlich. Die können wir da unterbringen. Ein bisschen hoch.
Irgendwas, was ich davor machen kann, was aber auch nicht so riesig hoch ist. Der Hartriegel zum Beispiel. War doch Hartriegel, ne? Genau. Sehr gut. Da können wir noch irgendwas Schickes reinsetzen. Schwarzfichte. Ja. Och, und guckt euch das an. Ein Babybär. Umgebung, ja, kann noch mehr. Ist der süß. Da können wir noch mehr Pflanzen hintun, das ist gut. Bären stehen auf Pflanzen, habe ich den Eindruck. Dann sorgen wir mal für entsprechend Gestaltung. Erdmännchen ist erwachsen, okay. So. Keine Spendenbüchsen. Ja, stimmt. Sollten wir welche auf... Ups. Ist ein bisschen groß. Ein bisschen sehr groß. Brombeerstrauch, machen wir hier mal welchen hin. So. Da kann man so ein bisschen hier das Ganze bewachsen machen. Da können sie rennen, das gefällt denen. So. So. Da kann man noch ein paar Brombeeren hinmachen. So. Na du? Da können auch noch ein paar nicht schaden. So.
So. Tüdelüdüdü. So, sorgen wir für ein bisschen Bewuchs hier. Finde ich eigentlich die Brombeeren immer ganz praktisch. So ein bisschen Gebüsch. was haben wir denn noch? Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie gefällt es denen denn bisher? Ja, mit 43% sind wir, glaube ich, ganz gut erstmal dabei. Viel mehr würde ich dann, glaube ich, auch erstmal gar nicht da reinpacken. Höchstens irgendwas zum Spielen noch oder so. Kletterplattform haben wir keine, ne? Machen wir das mal so. Ich weiß nicht, ob sie da drauf klettern. Das probieren wir dann noch. Ne, der soll da bleiben. Kopieren wollte ich den eigentlich. Kopieren. So. Und dann das gleiche. Nochmal hier in niedriger. Da hoffen, dass sie da dann hochklettern. Ich weiß nicht, ob diese Stufen machen können. Testen wir. So. So. Dünn. Nee, dünn will ich nicht, aber kürzer kann er hier sein. So.
So, ich weiß nicht, ob sie da hochklettern können. Wir testen das mal oder wir gucken einfach mal. Kann ich den noch ein bisschen schieben? Ja. Geht klar. So. Gucken wir mal, wie gesagt, ob sie da drauf klettern oder nicht. Was haben wir noch Feines zum Spielen? Kletterast. Dann können die da nämlich schön rumklettern, wenn sie dann wollen. Wenn sie denn wollen. Theoretisch müsste der da hoch können. Praktisch weiß ich es halt nicht. Werden wir feststellen. Kratzbaum können wir noch einen hinmachen. So. Doch, das Gehege gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Ich kann irgendwie noch einen Baumstamm oder sowas. Windspiel. Windspiel haben wir auch noch nicht verwendet. Tierwohl, warum? Gehege. Warum? Ist zu heiß. Oh. Klimaanlage. Klimaanlage. Welche Temperatur brauchen wir denn? Welche Temperatur hätten sie denn gerne? Umgebung. Gelände. Lebensqualität. Sozialverhalten, Lebenserwartung. Tiefes Wasser brauche aber, glaube ich, nicht. Zoopedia, gucken wir da halt mal. Minus 10 bis 28 Grad, okay. Dann sind unsere Klimaanlagen ja gar nicht mal so verkehrt. Dann können wir das hier nämlich jetzt auch noch kühler machen. So. Wir kühlen, glaube ich, alle auf 20 Grad runter, ne? Was ist die jetzt eingestellt? So, machen wir. Bis auf 0 Grad brauchen sie ja nicht. So, 15 Grad. Und die machen wir auch so. Und den Dreh rum. Da haben wir noch eine.
oben war da auch noch mal eine, genau. 0 Grad muss er noch nicht sein, ne? Bisschen übertrieben, vielleicht. So, jetzt sieht das alles wieder besser aus. Nicht mehr zu warm. Sehr gut. Problem gelöst. So, Spendenboxen wollten unsere Leute, ne? Wo finde ich hier denn Spendenboxen? Da. Dann machen wir denen natürlich noch welche hin, wenn die unbedingt welche wollen. So. Da kriegen sie eine. Da machen wir mal eine rein. Da können wir mal eine drin verstecken. So. Das passt doch. So, dann haben wir da jetzt schon das nächste Gehege. Hier können wir auch noch ein bisschen mit Natur arbeiten. Schön ein paar Sträucher. Die sind ja, glaube ich, ganz gut. So. Hier können wir auch noch ein bisschen Gebüsch, dass man das nicht so sieht. Da können wir jetzt aber dann den Filter entfernen. Und hier sind wir ja weit weg vom... von dem Gehege. Und wie ich sehe, ist die Zeit schon lange, lange, lange wieder um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mir sehr gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.